Seid gegrüßt, der Wolfmengan hier mit dem 25. Part zu unserem Let's Play mit unserem Nekromanten in Guild Wars 2. Ich weiß, ich war jetzt 2 Monate lang nicht on. Ich habe diesbezüglich aber auch ein kurzes Infovideo vor ein paar Tagen hochgeladen. Ich bitte dies zu entschuldigen und bedanke mich, dass meine treuen Abonnenten dennoch bei mir geblieben sind. Wir waren ja hier im Wandererhügel stehen geblieben, um diesen fertig zu machen, was wir jetzt auch tun werden. Ja, hier macht einer mal wieder schön Feuerwerk. Das Herz haben wir erledigt, beziehungsweise das da vorne erledigen wir jetzt. Ups, bin ich aus Versehen auf den Stab gewechselt. Das macht aber nichts. Wechseln wir einfach zurück. So, ich gucke mal gerade. Ups, entschuldigt. Das war dann jetzt, glaube ich, die falsche Taste. Yep, war es. Kleiner Fail. Und da sind wir auch schon wieder im Spiel. Ich wollte nämlich gerade auf der Karte gucken. Und zwar müsste das Herz jetzt das hier sein. Genau. Da gehen wir jetzt auch hin. Holen uns dann auch noch den Aussichtspunkt auf dem Weg hin. Und dann schauen wir weiter. Währenddessen, ich habe ja in meiner Entschuldigung auch gesagt, dass es noch ein weiteres Spiel geben wird, was ich Let's Playen werde. Und zwar bin ich am Überlegen zwischen 2 Spielen. Einmal Diablo 3 und einmal Assassin's Creed Rouge, was ja jetzt vor ein paar Tagen erschienen ist, zumindest auf der PC-Version. Auf der Konsole gab es es, glaube ich, schon etwas früher. Was will er denn hier? Na gut, soll er machen, wenn er Spaß dran hat. Da bin ich noch am Überlegen, welches. Ich davon nehme. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, welches Spiel ihr gern sehen würden wolltet. Sehen wolltet. Kann man das so sagen? Ich glaub schon. Ob jetzt Diablo 3. Dann allerdings im leichten Modus. Allerdings maximal bis 2 oder 3. Nee, 2. Entschuldigung. Oder halt das Assassin's Creed Rogue. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und dann werde ich halt sehen, für welches ihr euch entschieden habt. So, jetzt nehme ich schon wieder, glaube ich, 2 Minuten auf und habe vergessen, meine Stoppuhr zu starten. Aber das macht nichts, dann wird der Part halt mal 2 Minuten länger. Dies ist auch kein Problem, daher... Entschuldigt, nicht daher, sondern da ihr ja jetzt so lange auf das Video bzw. auf Guild Wars 2 verzichten musstet, meinerseits. Daher kann es ruhig auch mal ein bisschen länger dauern. Ach, und da haben wir einen Krieger, der uns mithilft.
Ui, der braucht aber ganz schön lange, der Krieger hier. Ach, deshalb braucht er so lang. Weil das der Boss ist. Ja, und genau, ich wollte es gerade sagen. Vergesst es nicht, mich umzuhauen. Also das mit den Hammerkriegern ist ein bisschen übertrieben. Meiner Meinung nach. Aber da muss halt jeder selbst entscheiden, wie er das findet. Dann laufen wir mit ihm mal kurz mit. Oh, 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 ausweichen, ganz wichtig. Ja, die zählen auch, das ist gut. Ja, ich muss öfters nochmal gucken, weil ich weiß jetzt immer nicht genau, wie das Ganze aussieht. Ob die nun mitzählen oder nicht. Aber naja. Machen wir erstmal weiter. Oh, wir haben einen Boss. Der kriegt dann auch erstmal ein bisschen Pein ab. Aua. Also ich habe oder spiele ja von Zeit zu Zeit auch mit meinem Krieger. Allerdings muss ich dazu sagen, ich komme mit Hammer nicht so wirklich klar als Krieger. Und laufe momentan eher mit Schwert und Schwert rum. Ja, das können wir mal... Ach nee, können wir nicht, weil wir keine Werkzeuge mit haben. Warum auch immer. Aber es macht nichts. Wir kriegen das Herz ja hier voll. Auch ohne, dass wir abhacken. Weil das Hacken zählt ja nicht dazu. So. Und ich hatte euch ja gefragt, bis wohin ich spielen sollte. Leider ist der Part, wo die Antworten drauf waren, musste ich leider nochmal neu hochladen. Daher bitte ich euch, dies nochmal zu tun. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder einmal bis zu den einzelnen Packauswahlen oder einmal komplett durch. Wobei ab einem gewissen Level wird es meines Erachtens nach ein bisschen langweilig. Da haben wir dann das Herz voll. Daher, ich persönlich tendiere bis Stufe 40, wo wir dann auswählen können, welchen Pakt wir uns anschließen. Das dann noch bis zu einem gewissen Punkt durchspielen. Dann wären es auch nicht so viele Parts. Oder halt komplett durch. Aber ich ich lasse euch in dem Fall mal die Wahl. Ihr könnt mir ja unten in die Kommentare schreiben, bis wohin das Ganze gehen soll. Und je nachdem sehen wir dann weiter, beziehungsweise soweit spiele ich dann auch. Und ich muss dazu sagen, ich bin echt tierisch froh, wenn ich Stufe 31 bin und endlich meinen Elite habe. Damit das hier dann auch mal weitergeht. Ihr merkt, ich laufe schon wieder gerade raus mit Kraut und Rüben. Aber... ich komme damit klar. Normalerweise hatte ich euch ja am Anfang gesagt, dass normalerweise der Weg wie folgt ist. Nee, falsche Taste, entschuldigt. So lang, dann hier hoch, hier rum und dann hier wieder anschließen. Nun geben wir halt
sind wir halt jetzt so rumgegangen. Oder gehen so rum. Das ist aber, denke ich mal, auch nicht unbedingt das Problem. So. Die Tiere gehen mir ein bisschen hier auf die Nerven, weil die sind unterbrechen einen so schön. Oder verlahmen einen. Geben Blutung. Schön wäre es jetzt, wenn hier das Event wäre. Das wäre richtig optimal. Aber man kann halt nicht alles haben. So, dann holen wir uns hier unten den Fertigkeitspunkt. Och ja, kommt. Meine Minions machen das gerade. Wir schnappen uns den. Ja, das finde ich auch lustig. Die Krieger bleiben dann einfach mal stehen und machen gar nichts. Oh, oder auch doch. Super. Dass er uns wenigstens ein bisschen hilft. Geht auf Axt, Axt. Ja, das ist auch noch eine klasse Krieger, die mir sehr viel Spaß macht, was ich eigentlich nicht hätte gedacht hätte. So rum. Ja. Und leider gehen ja die Minions, warum auch immer, hier so schnell drauf. Und das Herz wird und wird hier einfach nicht voll. Warum auch immer. Genau. So. Hier gehen wir jetzt einmal durch. Ja, okay, das hat nicht wirklich viel gebracht. Da, bitte schön. Ich glaube, die haben hier an den Herzen ein bisschen was rumgefummelt. Na, komm her. Dass die jetzt doch ein bisschen schwerer sind, finde ich nicht schlecht. Jetzt muss ich einen neuen herstellen. Werde ich zwar wahrscheinlich in diesem Part nur noch das Herz hier fertig machen können. Oh, der Boss ist gerade da. Den hauen wir doch mal mit. Hallo. Ein bisschen Pein noch drauf. Und da liegt er. Silber haben wir gekriegt. Super. Okay, jetzt müssen wir uns natürlich ein neues Fass holen. Aber das ist nicht das Problem. Wir sind ja genug. Na. Ach, jetzt sind hier auch noch zwei. So. Grant sei gelobt, er hat mir treu gedient. Oh, diese Eier geben ein feines Gericht ab. Ach ja, genau, da. Prost, Freunde! Und hallo? Ah, super. Das ist klasse. Das passt sich jetzt gerade. Dann kriegen wir das Herz nämlich wesentlich schneller voll. Das ist das Event, was ich euch, von dem ich euch erzählt hatte. So. Ups, das war gerade das Falsche. Du sollst das Fass in Ruhe lassen. So. Noch ein paar Eier hier einsammeln.
Ja, und da merkt man schon wieder, sind einige Egoisten mit bei, die hier einfach dann mal die Sachen einsammeln und das dann einfach abgeben. Wobei bei der Menge an Spielern, die jetzt hier gerade sind, ist das nicht das Problem. Obwohl ich das schon mal eine Zeit lang erlebt habe hier, dass es wirklich so war, dass die Leute sich hier die Eier geschnappt haben oder die Eier gesammelt haben, ist ja das gleiche schuldig, und dann auf einmal gewartet haben, bis es fertig war, dann das nächste Mal das Event abgewartet haben und dann einfach abgegeben haben, so dass man überhaupt gar nicht die Möglichkeit hatte, überhaupt Eier zu sammeln. Wobei, da muss ich sagen, hat ArenaNet gut reagiert und hat das meines Erachtens nach, soweit ich das mitgekriegt habe, unterbunden. Also dass das jetzt nicht mehr geht, finde ich sehr löblich und auch sehr gut. Die Geister der Wildnis empfangen euch. Prost, so. Freunde. In meiner Tasche ab. Bitteschön. Beeilung jetzt. Ja. Genau. Danke. Wie viel? Ah. Man, genau, die Fertigkeit so holen wir uns noch. Kam haben wir denn jetzt? 43.000. Das ist gut. Genau. Sage ich mir auch immer. Was haben wir da? Das können wir weg. 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 Die Sachen behalten wir. Noch ein bisschen Glück hoch. Weg. Und dann schauen wir jetzt, wie es hier weitergeht. Ich glaube, wir gehen erstmal hier hoch. Machen das Gebiet hier fertig und dann gehen wir hier runter. Wobei, nee, etwas sinnfrei, deshalb gehen wir etwas andersrum. Etwas andersrum. Oh. Sorry, es ist schon früh. Daher bitte ich es nachzusehen. So. Das Event starten wir hier nicht. So. Und leider kriegen wir das auch jetzt nicht fertig. Erstmal nicht fertig. Den erledigen wir hier noch. Ich nehme dann gleich noch einen Part auf und werde wahrscheinlich beide Parts dann heute hochladen. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gehabt euch wohl. Euer Wulf Mingan.